Ananas, mit Keksen, mit Maltesers. Ich schwöre es dir, wenn ich herkommen würde, ich würde mir nur das Gemüse ballern. Die machen alles selbst hier. Nur ein bisschen Stoff, das ist alles. Dann geht alles. Geht alles voran, oder? Guck mal, deshalb, ich hasse diese Kopfhörer. Jeder fragt mich, Bro, wie machst du diese Cornetto? Und das ist der Rückenblatt. Und das ist so meine Übung. Ich schwöre, ich mache die immer. Bruder, ich schwöre, baller dann. Wir fragen Leute immer, wie ich diese schönen Bretter bekomme. Ich nenne das immer Ice Cream Sandwich. Erhöht das Krebsrisiko, ganz klar. Aber scheiß drauf, weil es muss wirken. Wir haben ganz fett trainiert. Wir haben unser Rücken zerfetzt. Dementsprechend dachten wir uns, wir machen unsere erste Fitness-Food-Tour. Das bedeutet, wir werden heute ein bisschen auf gesunde Basis essen gehen. Auf dem Weg zum ersten Spot, das Anabol. Da mich einige wahrscheinlich nicht kennen, ich bin meistens hinter der Kamera tätig. Ja, ich bin heute als Dennis unterwegs, weil der echte Dennis ist gerade ein Invalid. Geh weg! Lass mich von unten aufnehmen. Kilokalorien, wie viel Eiweiß, wie viel Kohlenhydrate und wie viel Fett das Ganze hat. So geil, Mann. Auf jeden Fall, Leute, haben wir uns entschieden, wir nehmen so ein Bayreuth, wie auch immer, massiert. AT, Steak, ja, Medium, oder? Was sagst du, Bruder? Ja. Und dazu, wir wollen heute ein bisschen an den Carbs sparen, wenn wir keinen Reis oder Kartoffeln nehmen. Wir nehmen auf chillig Wokgemüse vom Grill. Also das sind so die zwei Sachen, die werden wir jetzt für euch abchecken. Da haben wir diese Spezialität, ja. Medium, Steak auf Fitnessbasis mit gegrilltem Wokgemüse, oder? War das? Gegrilltes Wokgemüse dazu. Schaut auf jeden Fall richtig, richtig lecker aus. Was ich halt liebe, Bruder, du musst halt sehen, sie geben mir Salz extra. Sie salzen das, glaube ich, nicht, weil ich habe hier Salz und kann mir das selber salzen. Und das ist so eine Sache, die feiere ich jedes Mal. Wir haben hier das Wokgemüse. Wir haben hier auf jeden Fall Bohnen, bisschen gegrillte Paprika. Also es wurde ja alles gemacht auf so einen beidseitigen Griller. Es wird von unten gegrillt. Spinat, rote, gelbe Paprika, wie erwähnt. Und ein bisschen ja, Salat als Deko. Schima. Wow. Was ich am Wokgemüse mag, es ist halt süß-salzig. Ja? Die Tomaten, diese Cherry-Tomaten sind wirklich sehr, sehr süß. In Kombination mit den Bohnen, wir haben ja Kidneybohnen, ja, ach, wahnsinnig lecker. Ich schwöre es dir, wenn ich herkommen würde, ich würde mir nur das Gemüse ballern. Es schmeckt ganz anders, Bruder, es ist so intensiv, du musst es probieren. Also ich habe ja Steak schon alle möglichen probiert. Was ich bei dem Steak feiere, es ist bissfest. Es ist zart, aber man kaut es und das, wenn man es im Mund kaut, es zergeht es einfach an der Zunge. Also auf jeden Fall kann man dieses Steak sich gönnen. Auch diese Soße in Kombination mit dem Fleisch schmeckt sie richtig lecker. So Leute, wir haben hier auf jeden Fall, also ich sage jetzt mal nur das Steak, okay? 285 Kalorien, davon sind aber 36 Gramm Eiweiß, 4 Gramm Kohlenhydrate und 13 Gramm Fett. Wenn man jetzt noch das Grillgemüse dazu nimmt, haben wir hier 221 Kalorien, ja? 15 Gramm Protein, 23 Gramm Carbs und 7 Gramm Fett. Ja? Also in Kombination kommen wir auf roundabout in die 500 Kilokalorien. Ja. Und ich muss euch ehrlich gestehen, Leute, 500 Kilokalorien für das hier kann man sich geben. Eine Sache, es ist halt sehr gesund. Wir machen ja heute die Fitness-Food-Tour. Ja. Preislich will ich zu euch ehrlich sein. Ja. Wir haben hier für die Portion gesamt 18,50 gezahlt. Ja. Man schmeckt halt den Preis, sagen wir mal so. Man schmeckt, dass es nicht jetzt von irgendwo kommt, sondern wir haben hier österreichisches Rindfleisch, in Kombination mit der Soße, mit dem Salz, wie vorhin erwähnt, und dem gegrillten Wokgemüse, ja, kann man machen, ist aber auch nichts für jemanden, der jeden Tag nach dem Fitness sagt, ich komme her und gönne mir dieses Steak mit dem Wokgemüse. Dennis und ich kennen uns seit wirklich Jahren. Der hat alles angefangen im McFit. Ich habe einfach vorgeschlagen, dass wir zwei gesunde Alternativen machen und eins, wo man richtig reinfetzen kann, einfach alleine aus dem Grund, weil ich das und Dennis auch bestimmt aus der Vergangenheit kenne, dass man sich so psychisch unter Druck setzt, wenn man halt am Abnehmen ist. Und es muss nicht so sein. Bruder, wenn jemand sagt zu mir, ich gehe Fitness, ich mache Sport, ich trainiere die ganze Zeit, aber ich bin komplett 100% clean, Bruder, dann hast du kein Leben, Mann.
Lamm. Ach so. Lamm. Das Geschäft heißt Lamm. Und die sind halt wirklich, Bruder, jeder kennt Lamm als die Kebab-Pizza. Die ist die berühmteste Sache. Niki, was haben wir hier? Wir haben hier eine Lamm-Pizza. Eine Lamm-Kebab-Pizza, oder? Was schätzt du von Kalorien? Die hier? 1000. Okay, 1000 ist hier drin. Da muss man nicht lügen, oder? Ich glaube, man braucht einfach eine gewisse Balance. Weil, ich weiß nicht, du warst ja auch schon. Hast du noch damals diesen Training, Ernährungsplan, den du mir gegeben hast, wo nur Tilapia-Fisch drinnen war? Huhn und Reis, ja. Und das war auf 4 Mahlzeiten aufgeteilt immer dasselbe. Und in der Früh ein Smoothie. Ja. Und das war schon so wettkampfmäßig, finde ich. Ich finde, man erzählt Fortschritte, ja, aber man macht sich mental extrem kaputt. Nee, das ist so meine Meinung. Bruder. Das ist das Problem, Bruder. Ich finde für mich, ich verbinde nicht Fitness, Bruder, und sowas wie, ich gehe jetzt in eine Halle rein, sehe die Gewichte und tue sie einfach nur bewegen und denke mir, ich mache was für die Gesundheit oder für meinen Körper. Für mich ist Fitness nur für die Psyche. Ich sag's dir ehrlich, Bruder. Weil mich tut der Sport mental stärken. Was sagst du zu denen, die so Angst haben, so die erste Mal ins Studio zu gehen? Die Menschen, die haben dich beim ersten, zweiten, dritten Mal vielleicht so beobachtet. Aber danach sind das immer dieselben Gesichter. Die erkennen dich. Und aus diesem Beobachten entstehen Geschichten. Aus dem Beobachten entstehen Kommunikation, Freunde, ja. Bruder, weißt du? Und du merkst dann am Ende, sie beobachten dich, weil sie dich nicht kennen. Aber wenn sie dich kennenlernen, Bruder, dann ist es wiederum eine ganz andere Geschichte. Und wenn du auch ein Mensch bist, der sagt, ich habe ein Handicap oder mir geht es nicht gut, du kannst nie von den Menschen im Gym gegenüber sagen, ich weiß, wer ist. Oder du kannst nicht sagen, er kann hier abnehmen, aber will nicht. Oder er kann zunehmen, aber will nicht. Du kennst nie die Story, Bruder. Du musst mal den Menschen kennenlernen, um zu verstehen, was er hat. Weißt du? Wenn man sich wirklich bewusst dafür entscheidet, dann wird man es irgendwann noch mal schaffen. Ja, und wie wir gesagt haben, es ist wirklich ein Kampf gegen sich selbst. Und da ist es bei mir auch so, ich könnte mir natürlich irgendeinen Trainer und so dazu holen. Auch wenn ich die Sachen schon alle weiß. Auch wenn ich weiß, wie es funktioniert, wie das auch nicht funktioniert. Ja. Ich habe ja schon 50 Kilo abgenommen, aber es beweist einfach so meine mentale Stärke, dass ich zu mir selbst sage, ich mache weiter. Auch wenn ich im Arsch bin, es ist einfach. Wenn, weißt du, ich bin letztendlich am Ende zeigen, wenn ich mich schlagen, schlafen lege, bin ich an der Schuld, weißt du? Sowieso, Bruder. Ja. Ein Trainer ist dazu da, vielleicht der dich ein bisschen unterstützt, in den Arsch schiebt, was auch immer. Ja. Aber am Ende ist es der Schritt, den du gehst und nicht er geht den Schritt für dich. Das war immer schon so. Ich psychisch unabhängig war, vertraulich. Ich war deprimiert im Kopf, weißt du? Egal wie viel ich trainiert habe, wie gesund mich ernährt habe, mein Körper blieb immer gleich. Ich wurde halt massiger vielleicht oder dünner, aber ich habe nie gesagt so, boah, Bruder, ich schau richtig gut aus. Und jetzt, seitdem ich so esse, auch tracke, ja, aber auch mal sage, okay, heute werde ich nicht mal Huhn essen, sondern vielleicht mal Fisch. Ja. Oder heute hätte ich nicht mal Reis, vielleicht mal Kartoffeln. Ja. Weißt, das war immer nicht mehr so richtig vorgegeben. Geht es mir mental viel besser. Und das Mentale macht meiner Meinung nach in Kombination mit deinem Ernährungsplan viel mehr aus, Bruder, als wenn du sagst, ich will nur eins von den beiden verfolgen, Bruder. Training ist ja auch wichtig, klar. Aber es nützt mir nichts, wenn ich jeden Tag im Gym bin und dann jeden Tag Pizza esse. Ja. Macht auch keinen Sinn. Jeden Tag scheiße, ja. Wenn ich jetzt auch unter der Woche irgendwas esse, wenn ich auf irgendwas Bock habe, Eis oder so, dann esse ich das. Es ist mir einfach egal. Ja. Aber weißt du, natürlich bleibe ich in meinem Rahmen und ich weiß, ich jongliere einfach die Kalorien, so für mich. Ja. So, es ist dann am Ende des Tages der Kaloriendefizit. Auch die Nährwerte ist keine Frage so. Natürlich musst du auch da drauf aufpassen, aber dann kannst du am nächsten Tag halt, bist du dann ein bisschen weniger oder irgendwas anderes. Oder du musst es einfach so herausfinden. Genau. Du hast es gerade auch schön gesagt. Am nächsten Tag esse ich weniger oder was anderes. Weißt du, dass nach jeder Foodtour, ich am nächsten Tag bis zu fast 1000 Kalorien weniger esse? Ich kann nicht. Bruder, ich bin so voll. Am nächsten und am Tag darauf kann ich dann richtig tracken, aber ich bin immer noch voller Mann. Erst ab dem dritten Tag fühle ich mich wieder wohl. Ich mag zum Beispiel diesen Trend, also Body Positivity an sich ist ja geil so. Aber ich mag zum Beispiel diesen Trend nicht, dass man sagt, so auszuschauen, zum Beispiel wie ich jetzt ausschaue, dass das gesund ist. Das ist ja komplett dumm einfach so. Weil einfach gar kein Sinn ist, von der Gesundheit her, das ist eigentlich extrem schlimm. Ja. Und da finde ich zum Beispiel, wenn man jetzt den Trend anspricht, extrem scheiße aufgepasst.
Weil wenn ich jetzt im Rollstuhl sitze und ich trotzdem glücklich bin über mein Leben und das anderen zeige, dann ist es schon mal die Positivity. Weil, weißt du, man kann anderen vermitteln, ey, ich sitze im Rollstuhl, aber trotzdem kann ich glücklich sein. Ja, ja. Aber man kann, glaube ich, weil ich finde, es ist nicht richtig, jemanden zu vermitteln, ich bin jetzt stark übergewichtig und nein, es ist sehr okay und es ist also in deren Augen gesund. Ja, die Führung ist hier übrigens echt geil, muss ich sagen. Du hast ja gesagt, du magst keinen Handfleisch, oder? Ich bin abgestimmt. Ich finde allerdings, dein Wrap, also das Brot ist etwas zu trocken für mich. Mhm. Aber sonst, das Fleisch ist gut. Es wäre geiler, wenn es ein bisschen knuspriger wäre. Ich habe hier extrem feine an dem Brot oder Dürüm. Mhm. Du hast ja gesagt, es ist halt weich oder es ist nicht so crunchy. Aber wenn du vielleicht, du hast es ja eh gesehen, die machen alles selbst hier. Du kennst ja diese Dürümläden, oder sie haben schon fertige Dürüm aus Folie, geben es auf einen Griller und dann einfach nur Fleisch hin. Und das ist nicht hier so, sondern sie nehmen das Brot ist selbst gemacht. Ich meine, es heißt Lamm, sie haben nur Lammfleisch, hast du eh gesehen. Ja. Es ist pures Lamm, oder? Es ist jetzt natürlich auch gemischt, klar, aber es schmeckt halt. Es ist sehr würzig, wie du gemerkt hast. Und ich liebe den Dürüm so auf die Schnelle. Aber wenn du so Zeit hast und sagst, ich möchte mir was gönnen, ist halt die Pizza das. Also Cheat Meal, hier, Lamm, 10. Bezirk. Einfach nur geil, Leute. Ich kann nicht mehr dazu sagen. Wir sind heute fresh. Ich habe heute Bart gemacht. Schaut richtig gut aus, das ist geil. Ich habe heute auch meinen Intimbereich rasiert. Frag nicht, wie ich das mache. Manchmal bin ich selbst von mir überrascht. Oh, Brudi! Machen wir noch mal eine Vegan-Tour? Ich muss eins bis zweimal die Woche nur vegan essen, gar kein Problem, ehrlich. Ja, also Bruder. Ich schon. Wir hatten einfach mal diese vegane Tour, seitdem habe ich hier nicht nie mehr sowas, seitdem esse ich wieder jeden Tag Fleisch. Hat Kennis eigentlich auch dessertmäßig was? Sicher. Wir haben gar nichts gegessen, gell? Ja, gehen wir hier Candy Bahamas. Jetzt in den Salmon Teriyaki Bowl. Ich drehe nicht zu viel, ich schiebe einfach mal. Ich musste das machen. Also ich sag mal ehrlich, man kann es jetzt nicht wie bei das Anabol tracken und sagen, wie viele Kalorien wir hier haben, aber man kann mal nach dem Training herkommen. Ist auf jeden Fall besser und gesünder, als wenn man sagt, man geht jetzt zu McDonalds gegenüber und haut sich einfach mal so eine Bowl rein mit bisschen Weiß, ein bisschen Salmon. Man hat auch verschiedenste Auswahl mit Hühnchen. Schmeckt doch sehr gut. Und Preis ist es auch ganz okay, ich glaube 10,90 oder? Ja, 10,90 für so eine Bowl, finde ich ganz gut. Geil. Maltesers. Wir haben uns gedacht, es muss noch eine Sache gemacht werden. Und zwar, zu Fitness gehört ja natürlich auch mal ein Cheat dazu. Wir hatten eine geile Cheat Meal, wir waren gerade bei Lamm, Kebab-Pizza essen. Und jetzt dachten wir so, zu dem Cheat Meal gehört eigentlich noch eine Cheat Meal Nachspeise. Wir haben unsere eigene Protein-Bubble-Waffe gemacht. Und natürlich wieder ein bisschen eskaliert, aber nur ein bisschen. Das kam daraus heraus, dabei heraus. Wir haben die selbstständig oder selbst gemacht. Mit Ananas, mit Keksen, mit Maltesers, mit, keine Ahnung, Schokobananen. Was haben wir denn so abgegeben, Bruder? Bruder, ich habe noch nie Bubble Waffel gegessen, weißt du? Das ist zum ersten Mal. Also ehrlicher denn je, mit meiner Meinung. Rate zuerst einmal, sie ist sehr hart. Ist das normal? Ist das echt das Butter? Ich glaube, ich habe einfach übertrieben mit den Zutaten, mit den Keksen, mit den Oreo-Keksen, mit diesem Erdnussbutter. Was haben wir hier für Soße genommen, Bruder? Crunchy. Schmeckt auf jeden Fall richtig, richtig gut, Leute. Also wenn ihr beim Kennis vorbeikommt, empfehle ich euch, wenn ihr einen Cheat Day einplant oder ein Cheat Meal, gönnt euch eine gesunde Bowl und eventuell vielleicht ein kleines Cheat Meal, nicht so wie wir Schweine heute. Alle drei Restaurants von heute, oder alle drei
Foodspot CB1 approved. Wünscht euch vielleicht für nächstes Mal, für eine nächste Fitness-Foodtour. Ein Spot, der nicht heute auf der Karte war. Checken wir für euch ab. In diesem Sinne, Leute, finden wir noch drei Sachen. So, stay tuned, stay fresh und stay hungry.